Im Herbst hatten wir ihn schon mal zum Interview. Rodolfo Esteban Cardoso, Trainer der Zweitvertretung des Hamburger Sportclubs. Ja, erstmal Glückwunsch. Wir haben ja in Oldenburg 1-0 gewonnen. Endlich gewonnen. Ist natürlich im Moment auch für Sie gerade wichtig. Wie groß war die Freude darüber? Ja, sehr, weil wir haben dieses Gefühl nicht mehr in die Mannschaft gehabt, also mal ein Spiel zu gewinnen. Und es hatte uns sehr viel Kraft gekostet, Nerven. Aber am Ende zum Glück haben wir das Spiel gewonnen. Und diese 3 Punkte waren wichtig, weil wir bleiben einfach dran, wir bleiben auch am Leben. Und dann, ich habe schon mal gesagt, wir werden, bis es nicht mehr geht, immer weiterkämpfen. Die jungen Spieler machen so und hat sich die letzte Spiel belohnt mit einem guten Spiel. Und wie gesagt, also die Freude war riesig, aber es geht ganz schnell weiter. Also wir müssen nicht mehr nach hinten gucken oder die Tabelleplatz, hilft im Moment nicht mehr. Also wir müssen einfach versuchen, nur Spiel zu Spiel und möglichst punkten. Das ist eine ganz wichtige Punkt. Ja. Jetzt so als Zweitvertretung, wie schwer ist das dann für Sie als Trainer, wenn da andauernd mal jemand zu den Profis hochgeschickt wird oder einer von den Profis runterkommt? Jetzt zuletzt gab es ja öfters die Profis wie Brümer zum Beispiel, die dann einfach mit auf dem Platz standen sozusagen. Ja, das Schwierige von alles ist, dass man hat diese Spieler nicht im Training. Man trainiert die ganze Woche mit einem oder anderen Spieler. Aber am Wochenende kommen immer ein paar Leute dazu. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass die Leute von oben runterkommen, uns zu helfen. Aber man kann nicht mit diesen Leuten arbeiten, weil du hast nur vielleicht für die Abschlusstraining manchmal, wenn überhaupt. Oder die kommen direkt zum Spiel. Dann, man kann sich die ganze Woche nicht mit ihm unterhalten oder nicht mit ihm trainiert oder was wir vorhaben am Tag des Spiels. Solche Sachen kannst du früher leider nicht trainieren. Und deswegen ist es immer schwieriger. Aber wir haben schon mal die Unterstützung gehabt von einem oder anderen Spieler, die ganz gut gemacht haben. Zum Beispiel am letzten Spiel in Oldenburg war Gojko Kacchaf und Sala, Jacopo Sala, hat wirklich überragend gespielt, hat mir sehr viel gebracht und sehr, sehr viel geholfen. Und wie gesagt, es ist nicht schwer, aber wir brauchen in so einer Phase alle Hilfe von überall. Und solange die Jungs einfach reinhauen und positiv für die Mannschaft denken oder machen, das ist schon mal gut. Eine Frage noch zum Schluss. Heute in Goslar, unser Gegner ist ja der SV Meppen. Da fragen wir uns natürlich, was macht der Trainer von Hamburg hier? Wir gehen davon aus, Sie sind zur Spielbeobachtung hier, richtig? Ja, Goslar ist unsere nächste, also nicht direkt, jetzt nächste Wochenende und so, sind ein paar Spiele, müssen wir hierher kommen. Und Meppen ist unser letzter Gegner. Kann sein, dass wir vielleicht bis dahin immer noch eine Chance haben, drin zu bleiben. Und deswegen ist heute eine ganz gute Möglichkeit, bei der Mannschaft zu beobachten. Das geht immer. Okay, wir drücken Ihnen die Daumen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und viel Spaß. Bitte, danke.